Hallo und willkommen zum nächsten Tutorial. Diesmal zeige ich euch, wie ihr per Mail eine Hausaufgabe an eure Lehrkräfte schicken könnt. Grundsätzlich hat jedes Smartphone eine eigene Mail-App und ja, jeder, der ein Smartphone besitzt, hat auch schon automatisch eine eigene E-Mail-Adresse. Wer ein Android-Smartphone hat, hat eine Gmail-Adresse. Wer ein Apple-Phone hat, also ein iPhone, hat eine Apple-Mail-Adresse und so geht es dann durch. Windows hat auch seinen eigenen Mail-Server. Die haben auch grundsätzlich alle eigene Apps. Natürlich haben alle anderen handyunabhängigen E-Mail-Anbieter da draußen auch fast alle eine Mail-App irgendwo im Programm. Ich nehme jetzt einfach mal die eingebaute hier. Die ist ganz praktisch, weil die in letzter Zeit nur Werbung empfangen hat. Das heißt, da muss ich dann nichts verpixeln oder sonst was. Es dauert gerade alles etwas länger zum Laden, weil natürlich ja, gleichzeitig die Film-App läuft. Ich bin in meinem E-Mail-Konto. Ich gehe auf Plus, um eine neue Mail zu schreiben. Da oben ist meine eigene Mail eingeblendet und dann schreibe ich an meine Lehrkraft. Ich achte auf die Rechtschreibung, kontrolliere alles. Im Betreff sollte drinstehen, was es ist, zum Beispiel in dem Fall eine Aufgabe, die Klasse. Da haben wir jetzt einfach mal als Beispiel die 5x genommen. Wir haben ganz viele fünfte Klassen an unserer Schule. Wir haben sie bis x runterzählen müssen. Ja, ja. Und dann noch das Datum. Könnte ja zum Beispiel sein, dass ich die Aufgabe vom Montag erst am Mittwoch abgebe oder so. Manchmal hat man ja länger Zeit. So. Auch für sehr Geehrte hat man immer noch Zeit. So, die Frau X schreiben wir an. So, dann anbei übersende ich Ihnen. Das ist auch wichtig, damit ihr nicht im Spam-Ordner landet. Für großgeschriebenes Ihnen haben wir auch Zeit. Meine Aufgabe. Hier immer gucken. So, mit freundlichen Kleinen, mit freundlichen Grüßen. Und wir schreiben jetzt hier als Max Musterschüler. So, dann wichtig, hier oben ist so eine Büroklammer. Es ist bei fast allen Mail-Apps eine Büroklammer. Ich habe es eigentlich noch nie als ein anderes Symbol gesehen. Sonst müsst ihr halt gucken. Dann habe ich meine Aufgabe schon abfotografiert. Ich habe in die Aufgabe selber auch nochmal oben auf die Seite meinen Namen, also in dem Fall Max Musterschüler, Klasse 5x geschrieben. Seite, Aufgabe und Datum schreiben wir als brave Schüler ja sowieso immer mit rein. Und dann gehen wir einfach hier auf den blauen Pfeil auf Senden. Und das war's. Die E-Mail ist unterwegs.